Hallo Leute, heute will ich mit euch die Special Demo zu Monster Hunter 4 Ultimate für den 3DS zocken. Diese bekamen ausgewählte Club Nintendo Mitglieder zugesandt. Was heißt ausgewählt? Das kam per Zufall. Dazu kamen noch drei Codes zum Verschenken. Ich habe so eine E-Mail bekommen und werde jetzt mit euch die Demo spielen. So, es lädt sehr lange, wie damals bei Super Smash Bros. Für ein 3DS. Das Miiverse und der Internetbrowser lässt sich mit dem alten 3DS auch nicht starten, während das Spiel läuft. Also es beansprucht den 3DS schon ganz sehr. Wir nehmen natürlich Deutsch. Ladevorgang. Ich bin ein Experte. Vielleicht wisst ihr das ja, dass ich... Monster Hunter ganz schön mag. Der 3D-Effekt ist übrigens einfach geil in dem Spiel. Ihr könnt ihn natürlich nicht sehen. Ich spiele Solo. Man kann auch online spielen. Und hier sind die drei Monster. Ich werde jetzt einfach mal ganz klassisch den Groß-Yagi besiegen. Den gab es schon in Monster Hunter 3 und Monster Hunter 3 Ultimate. Und ja, wir bekommen hier eine Auswahl an Ausrüstungsgegenständen. Ich entscheide mich für den, wie nennt man das eigentlich, Insektenklefe. Ist ein neues. Ich zeig's. Wollt ihr das lesen? Ja, von mir aus. Toll. Facebook. Egal. Ist eine neue Waffe. Und ich mag die echt sehr. Also ich habe natürlich jedes Monster schon umgebracht und auch schon online gespielt. Jetzt so, wir bekommen ein Tutorial, sehr gut für einen Monster Hunter, also das ist nicht selbstverständlich. Also können auch Anfänger mit Monster Hunter 4 Ultimate prima anfangen, beziehungsweise die Demo spielen. Ist es so für euch besser, wenn der 3DS aufgeklappt ist? Wird schon passen. Heute wirst du alles lernen, was es über die Blabla. Pass gut auf. Also, ihr könnt ja Stopp drücken, falls euch das interessiert. Das ist dann doch zu viel. Aber ganz toll, dass die Steuerung erklärt wird. Ja, ich komme jetzt nur sehr umständlich an die R-Taste. Aber das ist ja egal. Howdy! Also ich finde die neue Waffe hier einfach geil. So, wir haben 25 Minuten Zeit. Entweder mit diesem Steuerkreuz oder mit dem Steuerkreuz am 3DS kann ich die Kamera drehen. Oder einfach per R nachher dann drücken. Oder bei dem New 3DS eben mit dem neuen C-Stick. So, ich werde auch ein bisschen erklären, worum es in Monster Hunter geht. Zu Beginn hat man hier immer eine blaue Box, wo man Ausrüstungsgegenstände finden kann. Also die sind halt hier, die kann man nehmen. Das war zum Beispiel gerade ein Trank, also der wird die Gesundheit heilen. Hier haben wir verschiedene Bomben, hier Fallgruben, nehmen wir alles mit, Messer, die lähmen und sogar einen Grillspieß. Wir nehmen rohes Fleisch mit. Und falls ihr euch fragt, was die beiden Katzen hier sind, das sind meine zwei Helferlein. In diesem Fall Stefano und Francis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. So, jetzt lass uns zuerst mal grillen. Wie funktioniert denn das? Oh, live und Musik. Blutiges Steak, gut. Das können wir essen. Dann, also zuerst mal da oben. Das Grüne ist unsere Gesundheitsleiste, das Gelbe unsere Ausdauerleiste. Wenn wir rennen, wird die langsam runtergehen. Also wir können auch fischen. Und ja, jetzt laufen wir einfach mal. Hier unten könnt ihr die Karte sehen, was auch sonst. Hier die Lebensanzeige von meinen Helfern. So. Und ja,
Das sind friedliche Monster. Wir können sie schlagen. Also umbringen. Die Peter wird das nicht für gut heißen. Und dann können wir sie ausnehmen. Wir haben jetzt neues rohes Fleisch erhalten. Das können wir grillen. Und einen Knochen. Ja, darum geht es eigentlich auch schon in Monster Hunter. Man muss Monster töten. Und aus den Materialien, die man dann aus den toten Monstern entnehmen kann, erschafft man dann neue Kleidung, also Rüstung und neue Waffen, um so dann stärkeren Monstern Einhalt bieten zu können. Ja. Die Grafik ist wunderschön, vor allem in 3D, also da kann man echt nicht meckern. Ja, ihr könnt schon sehen, dass die Karte hier, das Monster befindet sich gerade bei 6, aber wir werden jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen und die Umgebung so ein bisschen anschauen. Neu bei Monster Hunter, oh, hier haben wir böse Katzen, also das sind Diebe. Wenn die uns schlagen, stehlen die uns was. Also eine neue Funktion in Monster Hunter 4 ist die Kletterfunktion. Also es gibt auch ein Tutorial, das habe ich jetzt aber ausgestellt für alles Mögliche. Also man kann jetzt auch schnell klettern und sogar abspringen. Zum Beispiel auf ein anderes Monster rauf. So, diese Dinger hier nerven. So, schneller klettern kann man auch, indem man B drückt. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in dieses Gebiet hier. Also, das volle Potenzial von Monster Hunter entwickelt sich dann erst im Online-Modus. Wir spielen jetzt natürlich lokal, also nicht lokal, sondern alleine. Ja, hier können wir ein kleines Dino-Vieh sehen. Wir können hier ein bisschen die neue Waffe ausprobieren. Wir können hier nämlich einen Käfer abschießen. Hoppla, das war jetzt falsch. Hoppla, das war auch falsch, aber dazu gleich mehr. Oh, das funktioniert nicht so gut jetzt. Ich habe hier nicht die optimale Position, um gescheit spielen zu können. Auf jeden Fall können wir diesen Käfer hier losschicken. Das klappt jetzt nicht bei kleinen Monstern. Doch, hat geklappt. Also jetzt hat sich da was gefüllt. Der Käfer ist losgezogen und hat von dem Monster da Energie abgezogen. Und wenn wir das jetzt einstecken, oh, ihr seht schon, dass wir weiß leuchten. Das heißt, wir haben Energie, Intus, und je nachdem, welche Farbe das hat, haben wir dann unterschiedliche Attribute. Hier können wir übrigens die Zeit sehen und unsere Waffenstärke. Ich denke mal, weiß ist, dass wir einfach weniger Ausdauer verlieren, während wir laufen. Das weiß ich jetzt aber nicht. Ja, eine weitere coole Mechanik von diesem Ding hier, von dieser Waffe, ist das Springen. Man kann nämlich springen. Das wird sich als nützlich erweisen. Ihr werdet nachher beim großen Monster sehen, warum. Natürlich kann man auch Erz abbauen. Jetzt habe ich aber keine Spitzhacke und alle möglichen Pilze und halt andere Gegenstände finden. Und jetzt laufen wir einfach mal zum Monster. So, die neue Klettermechanik mag ich sehr. Schwimmen wie in Monster Hunter Try, das da eingeführt wurde, das wird nicht mehr möglich sein. So, können wir hier mal suchen. Erlösener Pilz, das bringt uns jetzt in der Demo noch nichts. Also, war jetzt eigentlich sinnlos. So, jetzt können wir eine schöne Cutscene sehen. Das ist unser Ziel. Er ruft gleich Verstärkung, dieser feige Lappen.
Boah, das war knapp. Hier, da können wir gleich eine neue Mechanik sehen. Wir können jetzt nämlich auf Monster reiten und sie so schaden. Das Monster wird uns natürlich versuchen abzuschütteln, aber man kann sich auch festheben. Also immer wenn das Monster sich schüttelt, sollte man sich heben. Jetzt. Jetzt warten, bis es sich wieder beruhigt hat. Und jetzt weiterschlagen. Nice. Wo ist es? Ah, hier. So. Hier meine Begleiter, die sind nicht so dumm, wie man es denken mag. Die haben gerade eine Falle gelegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Nice. Boah, also natürlich auch ausweichen. Jetzt werde ich euch den Sprung zeigen, denn wenn man richtig auf dem Monster landet, das tue ich jetzt gerade nicht, dann kann ich diese, kann ich wieder auf dem Ding reiten. Es geht auch, wenn man von Absprüngen drauf springt. Aber mit dieser Waffe eben geht das auch ohne Vorsprung oder Absprung. Jetzt haben wir so eine Situation, jetzt habe ich es geschafft. Festschlagen und festhalten. Festhalten und jetzt weiter. Nice. So, jetzt liegt da hilflos am Boden. Also wie gesagt, der Großjagi ist jetzt kein großer Gegner für mich und auch für alle anderen dürfte der ziemlich leicht zu besiegen sein. Das perfekte Monster für Anfänger. Oh, jetzt hat er mich doch mal getroffen. Oh, schon zum zweiten Mal. So nicht, Freundchen. Bam! Nach einer Weile wird er auch fliehen. Oh, nice, habt ihr das gesehen? Jetzt habe ich es vom Vorsprung gemacht. Au, festhalten. Und weiter. Nice, das habe ich gerade noch geschafft. Er liegt wieder am Boden. Und ich glaube, er ist sogar in der Falle. Nee, ist er nicht. Das vollwertige Spiel erscheint übrigens am 13. Februar zusammen mit dem New 3DS und jetzt flüchtet er und Majora's Mask 3D. Der New 3DS bringt einige Neuerungen mit sich. Der hat zum Beispiel einen zweiten C-Stick. Damit lässt sich dann die Kamera besser justieren. Aber ihr könnt das Spiel natürlich auch auf dem alten 3DS, auf dem 3DS XL und auf dem 2DS spielen. So langsam sabbert er schon, also er ist schon erschöpft. Er holt wieder Verstärkung. Aber. Oh, meine Waffenstärke ist gesunken. Jetzt ziehen meine Angriffe weniger Schaden ab oder Lebensanzeige. Oh, er humpelt schon. Er ist fast tot. In diesem Fall müssen wir unser. Hoppla, jetzt habe ich das Gebiet aus Versehen gewechselt. In so einem Fall müssen wir unsere Waffe schleifen. Oder in diesem Fall, wie es hier genannt wird, wetzen. So, das machen wir mit einem Wetzstein. Und jetzt gehen wir den Großjagi wieder suchen. Der ist inzwischen in Gebiet 4. Er ist schon ziemlich am Ende seiner Kräfte. Und lang wird es nicht mehr dauern, bis er sterben wird. So.
So, man kann schon die Musik hören. Ich werde jetzt mal eine Falle legen und versuchen, einen kleinen Combo zu machen. Fallgrube. Wo ist er gerade? So, jetzt ist hier eine Falle. Und wenn der jetzt da reinläuft, ich rüste schon mal die Bomben aus. Genau. So, ich lege hier Bomben hin. Und jetzt lege ich so eine Zündbombe hin und renne schnell weg. Bäm! Boah, das hat gesessen. So. Der wird nicht mehr lang durchhalten. Also, das Spiel hat doch sehr viel mit Taktik zu tun. Er flüchtet wieder. So. Jetzt zieht er sich hier zurück. Also, jetzt hier in der Demo können wir unten auf der Karte sehen, wo die Monster, die wir jagen müssen, sind. Aber im echten Spiel ist das nicht so einfach und man muss das Monster natürlich überall suchen. Es ist jetzt gerade bei 9. Das dürfte Honig sein, damit kann man seine Tränke verbessern. So, wo ist es denn? Oh, ich bin falsch gelaufen. Hoppla, kommt schon mal vor. Aber da kann man wenigstens mal andere Gebiete sehen. So, wo ist es da unten? Ja, bam. Natürlich sind unsere Knochen sehr stabil. Oh, es ist in seinem Netz, Nest. Was will ich mit Netz? Und zwar da unten. Es schläft gerade, um sich zu erholen. Habe ich noch Bomben? Hier ist das Vieh in seinem Nest. Ich lege hier Bomben, wieder eine Bombe hin und zünde sie so gleich. Wegrennen. Bäm. Boah. So muss man doch aus seinem Schlaf geweckt werden. Jetzt setze ich mal ein Lähmungsmesser ein. Wenn ich ihn oft genug treffe. Oh, er will wieder abhauen. Wenn ich ihn oft genug treffe, dann wird er gelähmt sein. Halt! Ja, so zum Beispiel. Und tot. Besiegt. Die Quest ist damit erfolgreich für uns verlaufen. Und jetzt kann ich ihn eben ausnehmen. Ich bekomme einen Kreissack. Noch ein Kreissack. Und eine Großjagdklaue. Damit kann ich mir dann, wie gesagt, neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände, also Rüstungen herstellen. Ich brauche dann natürlich noch mehr Teile, also man muss das Monster schon öfter jagen, um hier was Anständiges auf die Beine stellen zu. Wieso wetzt er jetzt? Naja, egal. Es gibt hier noch haufenweise Einstellungen und Tutorials gibt es auch. Man kann auch Gesten machen, zum Beispiel jetzt relaxen. Im Online-Modus gibt es da unten einen Chat, da könnt ihr mit euren Freunden oder auch mit Unbekannten schreiben. Ein Voice-Chat wird es nicht mehr geben, so wie in Monster Hunter 3. Das schafft der 3DS einfach nicht. Aber dafür gibt es ja Skype oder TeamSpeak. So, Quest erfüllt. Die Kamera stellt aber nicht scharf. Ja, danke fürs Spielen. Also, ich würde euch raten, probiert die Demo auch mal aus. Das Spiel macht echt Spaß und ich freue mich schon auf den 13. Also jeder sollte es mal ausprobieren. Vor allem im Online-Modus geht es dann richtig ab. So, nein, das will ich auch nicht. Man kann hier gleich zum E-Shop gelangen, wenn man will. So, hier, man kann natürlich auch lokal mit Freunden spielen. Und es gibt natürlich auch zwei andere Monster zum Jagen. Der war jetzt leicht. Und hier, ihr könnt auch als Schwierigkeit Anfänger wählen, dann ist es noch leichter für euch, also nur keine Scheu. Also probiert's mal aus und ich hoffe, dieses Video hier hat euch gefallen. Ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf der Jagd.